Es geht wieder ums Bibellesen heute. Ich habe bereits ein Video dazu gemacht, was Voraussetzungen sind, wenn wir zu einem richtigen Verständnis der Heiligen Schrift kommen wollen. Und das ist jetzt der zweite Teil dazu. Was braucht es? Was sind Voraussetzungen, damit ich die Bibel richtig verstehe und auch auslege? Ein erster Punkt. Einer von sieben, die ich heute mitgeben möchte, ist, dass wir der Inspiration der Heiligen Schrift Glauben schenken. Dass wir erstmal sagen, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich sie lese, dann weiß ich, dass es Gottes Wort ist, dass Gott selber zu mir redet, der dieses sein Wort inspiriert hat. Dass es einerseits Menschenwort ist, denn es wurde von Menschen niedergeschrieben, die Gott angeleitet hat, aber es ist gleichzeitig zu 100% Gottes eigenes Wort. Tun wir das nämlich nicht, dann ist es so, dass wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir 1. Mose Kapitel 1, direkt beim ersten Vers, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dann lesen wir das, aber wir verstehen es nicht und wir glauben es nicht. Wenn wir nicht dem Glauben schenken, dass Gott selber es hat niederschreiben lassen, wenn wir der Inspiration nicht glauben, dann tun wir all die gewaltigen Dinge, die Gott in seinem Wort uns mitgibt, tun wir sie aber als märchenhaft oder als, das kann man doch nicht mehr so sehen, das ist doch Quatsch, das ist doch alles überholt. Es ist Gottes Wort, das er selbst inspiriert hat. Also so suspekt das für den einen oder anderen klingen mag, es ist die erste Voraussetzung, dass wir an die Inspiration der Schrift glauben. Ein zweiter Punkt, damit wir die Bibel richtig verstehen, ist eine Grundregel im Wort Gottes. Und zwar, der Kontext ist König. Kannst du dir gut merken, der Kontext ist König. Also wir müssen immer schauen, bei all dem, was wir lesen, was steht im Kontext des Ganzen? Also gerade bei kritischen Versen, schwierigen Aussagen, müssen wir immer gucken, das, was wir dort lesen oder was wir auch zu verstehen meinen, hat es diese Bedeutung im Kontext dessen, wo das Ganze steht? Es gibt verschiedene Kontextgrößen dann. Es gibt einmal den unmittelbaren Kontext halt, den wir lesen. Das heißt, die Verse drumherum, davor und danach, aber auch im gesamten Kapitel, im gesamten Buch oder im gesamten Brief halt, als auch in der gesamten Bibel. Die Aussage würde sich nie ändern. Das ist wichtig, dass wir im immer größer werdenden Kontext gucken, behält diese Aussage, das, was wir darin lesen, genau den Sinn, den wir zu verstehen meinen. Also der Kontext ist König. Wir können das nämlich auch einfach übergehen. Matthäus 4, wo wir die von der Versuchung Jesu reden, da haben wir das Beispiel, dass der Satan eben hingeht zu Jesus und er kommt ja, das ist ja raffiniert, wie er das macht, er kommt ja mit der Bibel und sagt, pass mal auf, Jesus, mach dies und jenes, es steht doch geschrieben. Es steht doch geschrieben, du kennst die Bibel doch. Was macht er? Er nimmt zwar Bibelstellen, aber er reißt sie aus dem Kontext raus und dadurch gibt er sie falsch wieder. Also diese Gefahr, in der können wir ausstehen, dass wir ein falsches Verständnis entwickeln, dass wir Verse und Texte falsch wiedergeben, weil wir sie aus dem Kontext herausreißen. Genauso wie der Satan. Deswegen Vorsicht, immer schön im Kontext lassen und gucken, was bedeutet dieser Vers, dieser Gedanke in dem jeweiligen Kontext. Ein dritter und sehr, sehr wichtiger Punkt ist, die Bibel ist eine fortlaufende Offenbarung. Das ist insofern wichtig, dass wir manchmal glauben, Widersprüche in der Bibel zu entdecken. Aber die kann man sehr simpel oft auflösen, indem wir wissen, es gibt eine fortlaufende Offenbarung. Was bedeutet das? Gott teilt immer mehr von sich mit im Verlauf der Bibel. Also am Anfang hat er bestimmte Dinge von sich gesagt und erzählt und hat gesagt, so bin ich, das ist mein Wesen. Das sind meine Gedanken, das ist das, was ich euch mitteile. Und er hat immer mehr von sich preisgegeben, bis er schlussendlich zum Höhepunkt kommt im Neuen Testament und durch Jesus Christus selbst, durch seinen Sohn auf diese Erde kommt und sich nochmal viel gewaltiger den Menschen mitteilt, als er das im Alten Testament getan hatte. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine fortlaufende Offenbarung. Als Beispiel, jetzt nicht in Bezug auf Gott, sondern grundsätzlich Themen in der Bibel. Wir lesen im 1. Mosebuch von Abraham. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wo er seinen Sohn Isaak opfern sollte, wo man denken kann, wow, was ist das für eine Story? Unglaublich krass, wie soll ich die einordnen?
Und im Neuen Testament finden wir erst die endgültige Antwort darauf, Hebräer 11. Da lesen wir von ihm nämlich als den Glaubenshelden, der bereit war, seinen Sohn zu opfern, in dem Wissen, dass wenn Gott es möchte, dass er ihn aus den Toten auferwecken konnte. Das ist eine Sache, die wir erst im Neuen Testament über Abraham erfahren. So deutlich. Also es gibt fortlaufende Offenbarungen. Es gibt Dinge, die bekommen wir erst später aufgedeckt. Wenn es also irgendwo scheinbare Widersprüche gibt, nicht verzagen, nicht Bibelstellen und Texte gegeneinander ausspielen, sondern wissen, sie ergänzen sich gegenseitig. Ein vierter Punkt, auch der ist wieder relativ wichtig, ist, dass wir Wortbedeutungen von damals nicht mit denen heute gleichsetzen. Was meine ich damit? Wir kennen zum Beispiel unterschiedliche Bedeutungen aus unterschiedlichen Kulturen. Also spucken oder rülpsen, das sind so Dinge, die sind in unserem Land nicht so gern gesehen. Ne? Das ist eher so, da schüttelt man mit dem Kopf, da denkt man sich, was erlaubt sich da denn jemand? Aber auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern ist das eher eine Höflichkeitsgeste. In China zum Beispiel ist Spucken, das gilt als gut, das gilt als gesund, deswegen, das macht man einfach so. Das ist nicht so angesehen als als etwas Ungezogenes, wie wir es hier wahrscheinlich ja beschreiben würden. Und so wie es in einer Zeitepoche allein zwischen unterschiedlichen Kulturen schon Unterschiede gibt, können wir uns natürlich leicht vorstellen, dass es noch viel mehr Unterschiede gibt in unterschiedlichsten Kulturen, die wir in der Bibel haben, zu unterschiedlichsten Zeiten. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sagen, okay, ich lese hier einen Text und das, was ich hier Wort für Wort lese, natürlich in meiner Sprache, das kann ich eins zu eins gleichsetzen mit dem, was ich heute darunter verstehe. Also auch da, damit wir keine Missverständnisse irgendwo hineininterpretieren, müssen wir da ein bisschen aufpassen und zur Not eben Kommentar aufschlagen, verschiedene Bibelübersetzungen nehmen, auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt, zu dem ich noch komme, um das richtige Verständnis zu erlangen. Ein fünfter Punkt für das richtige Verständnis ist, gehe vom Einfachen zum Komplexen. Also die einfachen, die leicht verständlichen Texte bilden die Grundlage für die schwierigen, die sehr herausfordernd, komplex ist, verschachtelt, wo man wirklich drüber nachdenken muss, intensiv. Erstmal die einfachen. Die einfachen erklären die schwierigen, nicht umgekehrt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nicht denken, die schwierigen, das ist die Wahrheit, sondern vom einfachen immer zum schwierigen gehen. Und wenn es schwierige Texte gibt, nicht in der Gefahr stehen zu sagen, ich muss da jetzt irgendwie was draus entnehmen und versuchen, da was hinein zu interpretieren. Dann besser sagen, ich ziehe meinen Hut davor und gehe daran vorüber. Und das haben viele, viele kluge Theologen immer wieder gemacht, zu sagen, ich muss die Dinge nicht alle sofort verstehen, das können wir sowieso nicht. Dann besser sagen, ich gehe daran vorüber. Ich lege es erstmal beiseite, ich markiere es mir, ich frage vielleicht jemanden, der Ahnung davon hat, ich nehme einen Kommentar, ich sage, was andere kluge Leute gesagt haben. Ich lese es, wie gesagt, in anderen Bibelübersetzungen, um einfach den Vergleich zu haben, aber nicht zu sagen, ich muss das jetzt unbedingt herausfinden und ich muss da irgendwas reinlegen. Vom Einfachen immer zum Schwierigen. Ganz wichtig. Ein sechster Punkt, auch der ganz entscheidend nochmal. Die Bibel, also das Alte und das Neue Testament, ist nur als eine Einheit zu verstehen. Als tota scriptura. Also das ist auch so eine reformatorische Regel, die wir haben, dass die Schrift auslegt. Wenn es Dinge gibt, die wir nicht verstehen, die einfach komplex sind, nicht so sehr links und rechts schauen und gucken, was alles mögliche Menschen darüber geschrieben und gemeint oder gepredigt haben, sondern zu wissen, am Schluss finde ich die Antwort darüber nur in der Bibel selbst. Es ist zwar hilfreich, auf andere Meinungen zu hören, in Kommentare zu schauen und so weiter, aber immer im Hinterkopf behalten, es sind alles Menschen, nicht inspiriert vom Geist, wie die Bibel es eben ist, sondern allein die Schrift legt die Schrift selbst aus. Die Schrift ergänzt sich. Sie widerspricht sich nicht, sondern ergänzt sich. Wenn es schwierige Passagen gibt, immer gucken, was steht sonst noch in der Bibel drin. Ein siebter und letzter Punkt für heute, um die Bibel richtig zu verstehen. Lies die Bibel nicht in erster Linie als ein Buch voller Regeln und Vorschriften für deine eigene Vollkommenheit. Denn in der Bibel geht es in erster Linie nicht um deine eigene Moral. Erstmal geht es um, ich möchte einen Vers lesen dafür, um das besser wiederzugeben, Johannes 5, da heißt es in Vers 39 nämlich, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen.
Das ist das, was Jesus sagt. Also die Bibel ist in erster Linie ein Buch, wo Gott sich selber uns Menschen offenbart, wo er sich uns zeigt. Es geht also in erster Linie um Rettung und nicht um Moral. Es geht in erster Linie darum, dass Gott sich selbst dem Menschen hingibt aus Liebe, weil er die Menschen retten möchte. Und das vor Augen zu haben, bei all dem, was wir lesen, auch bei all den Anweisungen, auch bei all den Regeln, die wir darin lesen, dass wir wissen, erstmal geht es nicht um Regeln, sondern erst einmal geht es allein um Gott. Gott in seiner Herrlichkeit, dass wir ihn in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe sehen, dass wir begeistert von ihm sind, von dem, wer er ist, was er uns als Menschen, als kleine Menschen eben mitteilt. Dass wir die ganzen anderen Dinge tun und dann befolgen, das ist eine logische Folge, wenn wir verstanden haben, wer Gott ist. Deswegen immer das vor Augen haben. Erstmal geht es um Gott selbst und um seine Rettung uns gegenüber, die wir nötig haben. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Bibellesen, Gottes Segen dabei und Gott befohlen.